Zum Thema redet jetzt als nächstes, nein, als erstes, die Frau Margot Käßmann, die gerade aus Bonn kommt. Ja, gerne schon mal. Ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber. Sie war auch Bischöfin der evangelisch-lutherischen Kirche. Sie war Vorsitzende der evangelischen Kirchenkonferenz. Und dann werde ich nachher noch kurz was sagen, woher ich sie kennengelernt habe und wo ich dann mein Chapeau sagen will. Aber erstmal erzählt sie uns was zum Thema Krieg. Dankeschön. Ja, ich bin sehr gerne von Bonn. Hallo, liebe Friedensfreundinnen und Freunde. Ich freue mich, dass wir heute alle hier sind. Ihr euch auf den Weg gemacht habt. Ich komme jetzt gerade von der Veranstaltung in Bonn und da waren auch etliche hundert Menschen, aber nicht so viele wie in Köln. Also das toppt schon mal, zwar nicht Berlin, aber Bonn. Zunächst möchte ich sagen, dass eine Veranstaltung, die für einen Waffenstillstand und gegen Waffenlieferungen ist, keine Veranstaltung ist gegen die Ukraine, sondern gerade für die Ukraine, für die Menschen in der Ukraine. Ich ganz persönlich stehe hier aus drei Motiven, drei Punkte. Zum einen bin ich Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft. Im vergangenen Jahr haben wir nach dem brutalen Überfall Russlands auf die Ukraine eine Militarisierung im Denken und im Reden in unserem Land erlebt. Tapferkeit, Heldenmut, Blutzoll, Sieg ist auf einmal Alltagsvokabular geworden. Und hinter diesen Begriffen verbergen sich aber doch Menschen, menschliches Leid. Bertha von Suttner, Friedensnobelpreisträgerin 1905, hat Gründungsmitglied der Deutschen Friedensgesellschaft, hat in ihrem Roman Die Waffen nieder vor mehr als einem Jahrhundert die ganze Absurdität von Krieg beschrieben. Wer kämpft eigentlich für was? Und welches entsetzliche Sterben von Soldaten wird einfach mit »Er ist gefallen«? Nein, er ist nicht gefallen. Er wurde getötet, ermordet, ist elendiglich verreckt. Soldaten wie Zivilisten, daran ist überhaupt nichts heldenhaft. Und es gibt im Krieg keine guten Waffen und keine schlechten Waffen. Außenministerin Baerbock erklärt, unsere Waffen retten Menschenleben oder schützen Menschenleben. Das mag sein. Aber die Wahrheit heißt auch, unsere Waffen töten Menschen. Es gibt geschätzt in diesem Krieg nach einem Jahr in der Ukraine 250.000 Tote. Wie viele sollen das noch werden? Wann ist Schluss mit diesem Wahnsinn? Bei 1 Million? Bei wie vielen Toten ist endlich eine angemessene Verhandlungsposition erreicht? Ich denke jetzt, sofort. In den letzten Tagen hören wir dauernd das Gegenargument, Putin will doch nicht verhandeln. Aber sollen Verhandlungen nur durch noch mehr Tote möglich werden? Der Journalist Heribert Prantl hat letzte Woche geschrieben, Verhandlungsbereitschaft kann nicht nur herbeigebombt, sie kann auch herbeiverhandelt werden. Darum geht es uns. Und es wird ja verhandelt über Getreideabkommen, über Austausch von Gefangenen. Es muss jetzt auch über Waffenstillstand und dann über ein Friedensabkommen verhandelt werden, um der Menschen in der Ukraine willen. Wir wollen nicht, dass die Eskalation immer weitergeht, noch mehr Waffen geliefert werden. Der Philosoph Jürgen Habermas hat das glasklar gesagt, je mehr wir liefern, desto mehr sind wir mitverantwortlich für diesen Krieg. Zudem, Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht. 300.000 junge Männer geschätzt haben inzwischen Russland verlassen. Sie werden als Feiglinge diffamiert. Nein, sie verweigern auf ihre Weise und sie sollten als politisch Verfolgte Asyl in unserem Land erhalten. Das gilt aber auch für junge ukrainische Männer. Zwischen 18 und 60 dürfen sie ihr Land nicht verlassen. Auch da müssen wir fragen nach den europäischen Werten, die dem Land zugeschrieben werden. Ich finde, wir dürfen uns nicht von, ja, das sage ich auch als Frau, die Frauen dürfen gehen, die Männer nicht. Das finde ich nicht in Ordnung.
Wir dürfen uns nicht von Feindbildern verführen lassen. Hier sind die Guten, da sind die Bösen. Aber ganz klar ist, wir sehen, dass Wladimir Putin schuldig ist. Das muss man jetzt immer wieder sagen. Er hat diesen desaströsen, völkerrechtswidrigen Krieg begonnen. Ja, er könnte ihn sofort beenden. Und ich wünsche mir, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Wir fordern, dass die russische Armee sich zurückzieht. Ja, sie soll sich zurückziehen. Aber ich mache nicht jeden jungen russischen Soldaten dafür verantwortlich. Mein eigener Vater war 18, als der Zweite Weltkrieg begann. Er wurde sofort eingezogen und blieb Soldat, bis er 25 war und in Kriegsgefangenschaft wieder zu sich kam. Er war in der Armee der Täter und er hat den Krieg bis zum Lebensende gehasst. Wir befinden uns in einer Spirale der Eskalation, die durch die Waffenlieferungen angeheizt wird. Erst hieß es immer, das sind nur Verteidigungswaffen, nur Verteidigungswaffen. Jetzt reden wir über Angriffspanzer, was als nächstes Kriegsbomben, Kriegsbomber, Kriegsschiffe. Und wie wird Putins Reaktion sein? Er verfügt über Atomwaffen. Diese Eskalationsspirale muss sofort beendet werden. Also mein erster Punkt. Wir lehnen Waffenlieferungen ab. Noch schwerere Geschütze, Kampfjets, U-Boote werden den Krieg nicht beenden. Wir brauchen Stillstand der Waffen und Aufstockung humanitärer Hilfe. Lasst uns Krankenwagen statt Kampfpanzer liefern. Generatoren für Stromversorgung statt Granaten. Feuerwehrfahrzeuge statt Feldhaubitzen. Den Menschen an der Ukraine hilft es an vielen. Wir können ihnen helfen, aber doch nicht mit Waffen aus Deutschland. Wir fordern die Bundesregierung auf, alle Kraft einzusetzen, dass massive internationale diplomatische Kraftanstrengung zu einem Waffenstillstand und anschließenden Verhandlungen führen. Nur so kann das Elend der Menschen, die Angriffe auf Zivilisten, Folter, Vergewaltigung, Zerstörung ein Ende finden. Zweiter Punkt. Ich stehe auch hier als Christin. Unsere Kirchen haben jahrhundertelang Waffen gesegnet. Und auch heute sehen wir solche Bilder, wenn Patriarch Kyrill diesen Angriffskrieg rechtfertigt, als sei Russland angegriffen durch Werte wie Freiheit, Gleichberechtigung, Anerkennung homosexueller Lebenspartnerschaft. Das ist für mich Gotteslästerung, Blasphemie. Die Kirchen der Welt sind in die Irre gegangen, wenn sie Gewalt gerechtfertigt haben. Denn im Evangelium sehe ich dafür keine Grundlage. Jesus hat gesagt, steckt das Schwert an seinen Ort. Und der Friedensnobelpreisträger Martin Luther King hat gesagt, das Schwerste, was er uns hinterlassen hat, ist, liebet eure Feinde. Das ist das Schwerste. Das schaffen wir nicht immer, aber es ist eine Mahnung, uns nicht hineintreiben zu lassen in Feindbilder. Hier die Guten, da die Bösen. Es geht um Menschen, gleich welcher Nationalität, die getötet werden. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, haben die Kirchen der Welt 48 proklamiert. Darum geht es. Ja, wir wissen, dass wir auch schuldig werden können, wenn wir gegen Waffenlieferungen plädieren, aber eben auch, wenn wir dafür plädieren. Und ich denke, es geht darum, dass wir diese Diskussion mit Würde und gegenseitigem Respekt führen in diesem Land. Und das erlebe ich allzu selten. Wir brauchen Respekt für die unterschiedliche Meinung, eben auch für unsere in der Öffentlichkeit. Ich habe mit einer Freundin den Nachlass ihres Vaters sortiert und im Gebetbuch für den deutschen Soldaten im Felde stand unter dem 5. Gebot, du sollst nicht töten, in Klammern, gilt nicht im Kriegsfall. Ich finde, so einfach können wir uns nicht machen. Ich bin und bleibe Pazifistin. Ich habe die Demut zu wissen, dass ich dadurch schuldig werden kann. Ich habe durchaus Verständnis, dass manche nach Waffen rufen. Aber in der jetzigen Debatte vermisse ich Respekt, denn wer Waffenlieferungen ablehnt, wird gnadenlos diffamiert als Lumpenpazifistin, Putin-Versteherin, als naiv, dumm und ahnungslos. Das ist unwürdig für einen demokratischen Diskurs. Also, zweiter Punkt zu Ende. Christinnen und Christen leben in Deutschland, in Russland, in der Ukraine, in den USA. Ich wünsche mir, dass die Kirchen der Welt ihre Stimme erheben und mit all ihren Oberhäuptern und Mitgliedern energisch für ein sofortiges Schweigen der Waffen eintreten. Letzter Punkt.
Ich stehe hier auch als Großmutter von 7 Enkelkindern. Und wenn ich an diese Kinder und an die Kinder in Deutschland, Russland, der Ukraine, in der ganzen Welt denke, dann ist doch Aufrüstung in unserem Land 100 Milliarden für mehr Rüstung keine Investition in die Zukunft von Kindern. Was sie brauchen, ist eine Investition in die Verhinderung der Klimakatastrophe. Die Zukunft von Kindern dieser Welt wird lebenswert durch Milliarden Euro für Bildung, Entwicklung. Unsere Erde ist bedroht durch rücksichtsloses Ausbeuten aller Ressourcen und der Krieg ist Teil der Klimakatastrophe, eine der schlimmsten Zerstörungskräfte überhaupt. Wer sich gegen Waffenlieferungen äußert, wird in den letzten Tagen nicht nur diffamiert, sondern auch mit dem äußerst politischen Rand in Verbindung gebracht. Dagegen verwahren wir uns. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Für Menschen und Gruppen aus dem nationalistischen und antidemokratischen Spektrum ist kein Platz bei unseren Aktionen. Und klar möchte ich auch sagen, was immer geschrieben wird, wir distanzieren uns nicht von anderen Demonstrationen in diesem Land, sei es in Berlin oder anderswo, die für einen Waffenstillstand, einen Stopp der Rüstungsexporte und Verhandlungen sind. Nein, wir stehen alle gemeinsam in Deutschland für dieses Ziel ein. Ganz klar muss dabei sein, wer ehrlichen Herzens für Frieden ist, darf andere aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Identität nicht ausgrenzen und diskriminieren. Eine friedliche Welt aller Menschen gibt es nur ohne diskriminierende Einstellungen. Zum Schluss. Ich bin sehr froh, dass wir in diesen Tagen endlich die Stimme derer hören, die gegen Waffenlieferungen sind. Es hat sie die ganze Zeit gegeben, aber sie war so schwer hörbar. Dafür sind wir heute hier und an vielen anderen Orten auf den Straßen. Wir brauchen für die Zukunft dieser Welt keine weiteren Aufrüstungsprogramme, sondern Abrüstung. Es müssen nicht ständig noch mehr, noch bessere Waffen produziert werden. Wie großartig, und ich bin ein Mensch, der die Hoffnung nicht aufgeben will, wie großartig wäre diese Welt, wenn wir all unser Wissen, all unsere Ressourcen für Frieden und nicht für die Entwicklung neuer Mordwerkzeuge einsetzen würden. Wir wollen diese Welt endlich entwaffnen. Dafür stehen Pazifistinnen und Pazifisten ein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.